Jane Birkin hat ein bewegtes Leben hinter sich. Leidenschaftliche, aber dennoch skandalöse Beziehungen und eine unvergleichliche Karriere als Schauspielerin, Sängerin und Model. Sie kam 1946 zur Welt und wuchs im Londoner Stadtteil Chelsea auf. Die Schauspielerei wurde ihr schon in die Wiege gelegt, denn ihre Mutter, Judy Campbell, war bereits auf den Theaterbühnen Londons bekannt. Schon mit 17 Jahren lernte Birkin ihren ersten Mann John Barry kennen. Jane heiratete den Komponisten 1965, nachdem sie volljährig wurde. Als Schauspielerin schaffte sie 1966 mit Blow Up den Durchbruch. Der britisch-italienische Thriller von Michelangelo Antonioni kam nicht ganz ohne Skandale aus, da sie darin komplett nackt spielte. 2 Jahre nach der Hochzeit 1967 brachte Jane ihre erste Tochter Kate zur Welt. Doch das Familienglück hielt nicht. Kurz nach der Geburt trennten sich die Wege des Paars. Die damals 20-Jährige zog mit ihrer Tochter kurzfristig zurück zu ihren Eltern, woraufhin 1968 endgültig die Scheidung folgte. Lange war die Schauspielerin nicht alleine. Sie sehnte sich nach Unabhängigkeit und wollte weg von ihrem Elternhaus. Deshalb nahm sie ein Casting in Frankreich wahr und wurde für den Film Slogan engagiert. Eine Wende in ihrem Leben. Jane Birkin lernte am Set Serge Gainsbourg kennen, was den Beginn einer neuen Ära markierte. Frankreich wurde zu ihrem neuen Lebensmittelpunkt. An der Seite des renommierten Sängers, Komponisten und Filmschauspielers Gainsbourg wurde sie noch berühmter. Er verhalf ihr zu weltweitem Ruhm mit dem Song Je t'aime, den er eigentlich für seine Ex-Geliebte Brigitte Bardot schrieb. Mit dem Lied, geprägt von Stöhnsequenzen und sexuellen Textzeilen, katapultierten sich die beiden zum It-Paar der frühen 1970er Jahre. Im Jahr 1971 kam ihre erste gemeinsame Tochter Charlotte zur Welt. Nach viel Leidenschaft und Eskapaden trennte sich das Paar 1980, nach 12 Jahren Beziehung. Gainsbourgs Alkoholkonsum war mit ein Grund für das Aus. Bereits 1979 lernte Jane den französischen Regisseur Jacques Doyon kennen. Nach der Loslösung von Serge widmete sie sich ganz ihrer neuen Liebe. Im Jahr 1982 kam Töchterchen Lou zur Welt. In den Filmen ihres neuen Partners, wie Die Piratin von 1984, machte sie sich als seriöse Schauspielerin einen Namen. Andere bekannte Filme sind Daddy Nostalgie von 1989, Die schöne Querulantin von 1991 und Das Leben ist ein Chanson von 1997. Der Tod von Serge Gainsbourg 1991 nahm die Ikone sehr mit. Ihre Beziehung zu Doyon zerbrach. Ein tragischer Schicksalsschlag in Birkins Leben ist der Tod ihrer ersten Tochter, Kate Barry, im Jahr 2013 mit nur 46 Jahren. Die Fotografin stürzte in Paris aus dem Fenster ihrer Wohnung. Im Interview mit der Taz sagte Birkin: „Ihr Tod war für mich die größte Tragödie meines Lebens." Ihre beiden anderen Töchter, Charlotte und Lou, sind auch beide als Musikerinnen und Schauspielerinnen tätig. Und was macht Jane Birkin heute? Mit 74 Jahren bleibt sie nicht untätig. Anfang des Jahres brachte sie ein neues Album, Oh Pardon, tu dormais, heraus, auf dem sie die Trauer um ihre verstorbene Tochter verarbeitete.